Wir sind im Palast. Ja, das hast du gut erkannt. Bartels Truppen waren nicht allzu lange hier. Hoffentlich haben wir noch Zeit, die Königin zu retten. Der Thronsaal ist direkt vor uns. Dort warten vermutlich Vaklos Elitetruppen. Ich bleibe hier und sichere die Kreuzung. Falls noch mehr Royalisten kommen, kümmere ich mich um sie. Na, du mit deinen drei Leben. Ach nee, jetzt ist er wieder vollgeheilt aus irgendeinem Grund. Das muss man auch nicht verstehen. Was haben die denn da? Haben die den Super-Rakgul oder sowas da gezüchtet? Ich weiß es nicht. Die Rakgul, die kennt man ja aus dem ersten Teil und aus Esvitor. Da habt ihr die dann vielleicht schon gesehen. Jetzt die äußere Tür. Beeindruckend, dass ihr so weit gekommen seid. Aber ihr kommt zu spät. Bald ist die Königin tot und General Vaklu der neue König. Es ist keine normale Tür, die uns trennt. Sie besteht aus demselben Material wie Großkampfschiffe. Ich fürchte, sie ist unzerstörbar. Jede Tür kommt öffnen, wenn Tobi, es ist vorbei. Ich fürchte, da habt ihr recht. Jetzt muss ich mich aber um die letzte Barriere kümmern. Die ist gesperrt. Gut, da kommen wir erstmal nicht weiter. Das Terminal ist offline. Das wäre ja auch zu einfach. Habt ihr Ideen? Der Palast kann jeden Moment fallen. Wir müssen... Vor uns liegt der Thronsaal. Ja, das ist... Schön, dass du mir so hilfreiche Tipps gibst. Ich hätte mir da jetzt ein bisschen mehr erhofft, aber das ist ja... Nur unwesentlich. Sammelt unsere Truppen. Überprüft die Verteidigungsanlagen. Colonel Tobin sagt, der Jedi ist unterwegs zu uns. Greift ihn mit euren Bestien an. Wir brauchen mehr Zeit. Ich gehe in den Kontrollraum. Vielleicht kann ich den Captain überzeugen, uns zu helfen. Ach so. Dann wissen wir Bescheid. So, an das Terminal, da gehen wir nicht dran. Also an diesen Elektro... Bringen wir es hinter uns. Schnell! Au. Warte mal, mach ich auch noch mal was Sinnvolles hier? Oh, yeah. So, die entfernen wir doch mal, wenn es geht. Sag mal, wer kämpft denn da eigentlich noch? Achso, ihr kämpft da. So, Mine entfernen. Mine entfernen. Ja, da ist die Fähigkeit jetzt niedrig. Dann entschärfe ich die halt nur. Können wir die entfernen? Nee, können wir natürlich nicht. Das wäre ja auch zu schön. So, gucken wir doch erstmal hier rein. Da waren doch welche, die auf unserer Seite sind. Da gehen wir gleich rein. So, das nehmen wir mit und... Danke für eure Hilfe. Königin Talia ist jetzt die rechtmäßige Herrscherin Ondor. Ach, jetzt erst. Danke für eure Hilfe. Ja, okay, Hilfe. Die sagen uns alles gleich. Königin Talia ist jetzt die rechtmäßige Herrscherin Onderons. So, wie komme ich da rein? Da haben sie irgendwie vergessen, einen Eingang zu machen. Man sollte zwar meinen, mit dem Restored Content Mod hätten sie das vielleicht drin, aber...
Beenden wir es. So, das sind nur Droiden. Da kann selbst ich meine Machttricks verwenden. Beenden wir es. Ja, dann beenden wir es doch. Ah ja, die helfen uns jetzt wenigstens, die Truppen. Das ist ja schon mal schön. So, alle mal heilen. So, Computerterminal. So, Überlastung der Konsolen abgebrochen. Hier ist ein kleines Geschenk, Jedi. Oh Gott. Das war nicht so gut. Aber so sehr hat mich das jetzt auch nicht geschädigt. Immerhin haben wir das jetzt gemacht. Rea, du machst doch mal hier deine Blitze. Wer geht auf mein Konto? Ja. Wenn du das sagst. Bringen wir es hinter uns. Schnell. Ich habe keine Zeit für Ihre Spielchen, Captain Rieken. Wir brauchen den Code für die Palastschilde. Ich hab doch gesagt, dass ich ihn nicht habe. Ihr habt meine ID gescannt. Ihr kennt meinen Posten im Händlerviertel. Das würden Sie mir gerne weismachen. Ich bin autorisiert, jedes mir zur Verfügung stehende Mittel... Tornada Biasmia! Captain, ihr lebt noch. Wie kann man so viel Glück haben? Er ist jetzt in der im Sicherheitskomplex. Verdammt. Verteidigt den Sicherheitsraum mit eurem Leben. Der Jedi könnte alles verderben. Ich habe noch eine letzte Überraschung, dass es reicht. Ja, das ist natürlich... Da ist der Hacker plötzlich ausgespielt. So, Level Aufstieg. Deswegen brauche ich noch mehr Bewusstsein. Oder komm, ich mach vielleicht mal ein bisschen reparieren. Dass ich vielleicht da mal irgendwas kann. Ja, die sind alle mit Rüstung nicht möglich. Die Fähigkeiten ist das Problem. Müsste ich dann auch ohne Rüstung spielen. So, was habe ich denn noch für Optionen? Da sagt er tatsächlich nicht mit Rüstung nicht möglich, dann mache ich das doch mal. Ich gehe vielleicht vorher nochmal in den anderen Raum gerade rein. Und gucke, was da drin ist. Ah ne, da komme ich gar nicht rein. Dann gehe ich da natürlich nicht rein, wenn ich da nicht reinkomme. Das ist ja irgendwo selbsterklärend. Ja, der Machtschrei steht mir hier gar nicht zur Verfügung aus irgendeinem Grund. Also wahrscheinlich, weil das keine Droiden sind. Konzentriert euch. Gefällt dir das? Der geht auf mein Konto. So. Ich bringe diesen Feind zum Schweigen. Ja. Den haben wir zum Schweigen gebracht, diesen Feind. Was war das denn?
Warte mal, war ich jetzt vom richtigen? So. Es ist offen. Das hast du gut erkannt. Das durfte nicht lange dauern. Endlich passiert etwas. Ja, endlich passiert etwas. So, haben wir die jetzt alle? Sieht so aus, dann können wir jetzt den Hacker konfrontieren. Die kommt. Ich zähle auf das 14. Mitgefühl der Jedi und ihren Respekt vor allem Leben. General Baku hat mich beauftragt, etwas zu erledigen. Ich hatte nichts Böses drin. Haha, ein blödes Missverständnis. Aufgabe scheint euch Spaß gemacht zu haben. Ich bin stolz auf meine Fähigkeiten und die Tatsache, dass ich meine Pläne ständig durchkreuzt habe, war Ursache gewisser Unannehmlichkeiten. Aber jetzt erkenne ich meinen Irrtum. Ihr solltet gehen und über das Ausmaß der 4 nachdenken. Jetzt sofort. Ich glaube euch nicht. Vielleicht habe ich ein bisschen übertrieben, aber eins steht fest: Ich werde nicht mehr für Avaktu arbeiten. Ich will nur überleben. Ich weiß, dass ihr in dieser Sache nicht lügt. Natürlich nicht. Also steht fest, dass Wacko heute nicht gewinnen wird. Für mich wenigstens. Es geht mir also vor allem ums Überleben. Ich merke, dass es hier so ziemlich kontraproduktiv wäre, euch weitere Schwierigkeiten zu machen. Schaut zu auf die Konsole. Ich glaube, ich habe noch eine Verbindung. Ihr könnt mit der Konsole machen, was ihr wollt. Mir reißt, ich warte hier auf die Truppen. Ich werde keinen Widerstand leisten. Ihr habt deinen Gen gehört. Zufall, möglicherweise. Ich habe eben einem Schwerwaffen verheißgemäß Auskunft erhält. Ich habe vielleicht geholfen, aber ich hielt es für das Klügste. Ich interessiere mich weniger für Politik als für Dinge, die mir materielle Vorteile bringen. Bleibt hier, bald kommen wir und kümmern euch um euch. Das ist fair, ich warte hier. Ich bin kein Krimineller, wird nichts passieren, oder? Ja, das werden wir dann sehen. So, Überwachungskameras. Keine Zugangskameras mehr, ja. So, Gebietsschema dann. Öffne alle Sicherheitstüren. Kriegsprotokoll überprüfen der Sicherheitstüren. Befehl eingeben. So, gehen wir mal wieder auf mich. Hier haben wir keine Überreste mehr. Danke. Jetzt müsst ihr den Überbrückungscode für die primäre Sicherheitskonsole besorgen und das Terminal abschalten. Wenn ihr mit dem Code die zweite Sicherheitsstation erreicht, habt ihr alle Sicherheitssysteme des Palastes unter Kontrolle. Ach so. Und wie komme ich an den Code? Der Hacker ist noch angemeldet. Ihr müsstet also alles finden, was ihr braucht. Ich will mich sofort darum kümmern. Den Code habe ich doch runtergeladen, ne? So, Zugang auf primären Umgebungscode. Ich kann mir abschalten. So, jetzt habe ich den Code. Das heißt, ich komme jetzt in alle Sicherheitssysteme rein. Die Mappe haben wir auch vollständig geladen. Das ist deaktiviert weiterhin, aber da komme ich irgendwie gar nicht rein in den Raum. Warum auch immer der dann da angezeigt wird auf der Karte. Ja, das ist ein bisschen merkwürdig. Also man sollte mal mit dem Restored Content Mod, wäre der vielleicht erreichbar, der Raum. Aber offenbar
Aber vielleicht wird er dann später erst erreichbar sein, das kann auch sein. So, dann wollen wir aber noch mal auf die andere Seite gehen. Und einmal mal gucken, was da so ist, weil das kann ja auch ganz interessant sein. Machen wir doch mal den Meistermachtschrei einfach. Krea, du siehst nicht so gesund aus. Ich höre. Gefällt dir das? Yeah. Der geht auf mein Konto. So. Gefällt dir das? Ja, so gefällt mir das. So. Da haben wir noch Überreste. Sagen Sie dem Colonel, dass wir mehr von unseren Leuten brauchen, um die Royalisten aus ihrem Loch zu treiben. Ich traue diesen Sith nicht. Und ihren Biestern auch nicht. Und noch was. Wenn ich noch einen meiner Männer beim Plündern erwische, ist die königliche Garde ihre geringste Sorge. Interessant. So, Krea kann was Neues. So. Hier machen wir mal die Machtwelle. Und da wollen wir doch mal hier ran. Das ist deaktiviert. Das dürfte nicht lange dauern. Ja. So, das hat nicht lange gedauert. So ein Museumsschatz. Da kriegen wir so ein paar Sachen raus. Kristall Viridan oder so. Jaisch Empfindungshandschuhe, was man hier alles so hat. So. Hallo? Also die Blitze sind halt wirklich einfach komplett OP, muss man einfach sagen. Wenn man die hat, gewinnt man eigentlich instant. So, da kann ich erstmal nichts machen. Da haben wir einen königlichen Soldat. Danke für eure Hilfe. Königin Talia ist jetzt die rechtmäßige Herrscherin Onderons. Ach Mensch, das kennen wir doch. Oh. Ich weiß nicht, wie ihr es geschafft habt, aber das war gute Arbeit. Kommt rein, bevor noch mehr Sith oder Vaklus Truppen eintreffen. Wir wurden von Talias Truppen abgeschnitten. Wir müssen uns in der Tat unterhalten, aber Cadron und ich koordinieren die Verteidigung. Captain Cadron braucht einen Freiwilligen für einen gefährlichen Auftrag. Er ist im anderen Raum. Redet mit ihm.
Nur ihr könnt diesen Auftrag erledigen. Ich bin hier. Selbst wenn wir nicht im Krieg wären, könnte ich nur so viel sagen. Wir reden später weiter. Im Moment zählt jede Sekunde. Na gut, wir hast reden, wenn das hier vorbei ist. Möge die Macht bis dahin mit euch sein. Komischerweise bin ich jetzt wieder auf Krea. Haben wir hier noch irgendwas? Da haben wir einen Raum. Ihr Captain Ihr Cable. Seid also der Jedi, hm? Ihr seid der Star der Funksprüche, die wir abgefangen haben. Ach so. Habt ihr euch wirklich zur Rampe durchgekämpft? Ja. Jemanden wie euch können wir gut gebrauchen. Wie sieht's aus? Wir konnten diesen Teil des Palastes halten, aber Vaklus Männer kontrollieren den Rest. Wir müssen zur Königin, bevor dieser verdammte Drechsel durch die innere Tür bricht. Wie kommen wir da hin? Es gibt im Palast zwei Sicherheitskonsolen. Die Primärkonsole ist auf der anderen Seite des Palastes. Dort sitzt ja, okay, wir müssen da war die Primärfunktionen ja auf dieses Terminal umleiten und anschließend die primäre Sicht. Dann haben wir die Sicherheitssysteme. Ja, das überspringen wir jetzt, weil wir das schon gemacht haben. Vaklu ausschalten, bevor er die Königin erreicht. Ich habe die Prüfung für die primäre Sicherheitskonsole. Wirklich? Sohn eines Morglek. Corporal, öffnen Sie mit diesem Code die äußere Tür zum Thronsaal. Die Tür ist offen, schnell! Sie können jeden Moment durch die innere Tür brechen. Ich geh sofort dahin.